einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer. Ging im Revoluzzer-Schritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie ich Revolütze und die Revoluzzer-Mütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonsten unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn ihr ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lasst die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten. Und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt. Ja, dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt.